Wir spielen ein bisschen Gartic Show, Leute. Ich zeichne jetzt. Ihr könnt raten, okay? Ein sehr leichtes, um zu starten. Ein sehr leichtes, um zu starten, okay? Jetzt denkt ihr, aha. Pass mal auf. Klar, es ist eine U-Bahn. Muss man wahrscheinlich auch richtig schreiben, ne? Deswegen war es gar nicht so leicht. GG. Bahnhof? Nee, war kein Bahnhof, war die U-Bahn. Da bin ich sehr gespannt jetzt. Versucht es irgendwie hinzukriegen, aber ist gar nicht so leicht. Okay. Es war Puma. Ich habe nur das Puma-Logo nachgemalt. Ich glaube, man kriegt mehr Punkte, je schneller man ist, ne? Da muss ich nochmal zurückgehen eben. Okay. Ja, gut. Das Problem ist, wenn so viele Leute im Chat sind, dann kann ich 3 Striche malen und dann ist eh schon vorbei, ne? Dann ist es auf jeden Fall schon vorbei. Wir probieren mal eine halbe Minute Slow-Mode. Ja, Spinne war relativ easy, denke ich. Deswegen habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Das ist relativ klar, aber das ist schnell geraten wird. Chipping Mango! GG. Okay, mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Das wird ein bisschen schwerer und es ist nicht so direkt wie das, was ich vorher gezeichnet habe. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das war... Naja, wir müssen Slow-Mode, glaube ich, noch ein bisschen hochstellen. Erklärung bitte. Ich wollte... Mazat macht immer so eine Möwe. So ein Möwengeräusch. Was? Wollt Mazat zeichnen und dann halt hier so... Hätte ich noch ein bisschen was hingezeichnet, aber Tina war sehr schnell. Um 5 Ecken? Ja, ich werde auch um 5 Ecken malen. Nicht jede Runde, aber oft. Ja. Das wird schwer. Vielleicht auch gar nicht so schwer, wer weiß. Okay, es ist nicht so schwer gewesen, Marvin. Beide waren sehr leicht. Beide Begriffe waren sehr, sehr leicht. Wir machen die Runden fertig und dann machen wir noch eine Runde mit eigenen Begriffen. Die sind wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja, der Strich am Ende, der soll es eigentlich nicht sein, aber es war ein Helm. Aber kommt ihr da drauf? Ich glaube nicht. Nevermind. Mann, ich habe mir extra viel Zeit gelassen. Wie kommt man denn da denn hier bitte schon auf Ballon? Ich habe den Ballon noch nicht mal gezeichnet gehabt. Jetzt mache ich schwerer. Wie kommst du denn hier schon auf Spinat? Das könnte tatsächlich alles sein. Alles. Das ist Popeye. Ja, aber dann kannst du doch nicht... Wie kommst du denn drauf, Spinat reinzuschreiben? Oh, ich zeichne 3 Sekunden, ne? Ich denke mir so, ah, geil, ich male einfach was ganz was anderes und am Ende löst sich auf, ist Spinat gewesen. Und dann wird einfach... Ich werde hier gehackt. Wir machen nochmal eine Runde mit eigenen Begriffen. Ich werde jetzt einen eigenen Begriff wählen. Ihr kriegt von mir keine Tipps. Ihr seid eh schlau genug. Jetzt muss ich mir aber einen Begriff ausdenken erstmal. Okay. Stell dich darauf ein, dass ihr... um ein paar Ecken denken müsst. Es wird nicht... Ich mache das nicht so leicht. Ich mache das nicht so leicht, Chat. Ihr müsst ein bisschen drüber nachdenken. Sehr stark. Natürlich ist es Matteo. Ich wollte gerade die Schere dazu malen. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's richtig schwer. Es würde mich wundern, wenn jemand von euch das rausfindet. Ich rechne damit, dass es niemand jemals rausfinden kann. Aber wir werden sehen. Das ist, ich glaube, das kann nicht rausgefunden werden, tatsächlich. Kann man das rausfinden? Ich glaube nicht. Sehr stark, Flo. Ist natürlich der Unsterbliche gewesen. Jetzt lustig gefunden, wenn es niemand rausgefunden hätte, aber Flo hat's kurz vor knapp nur rausgefunden. Sehr kurz vor knapp. Jetzt müsst ihr ein bisschen tiefer in die Blessglore rein gleich, ne? Sehr stark. Ist natürlich Kutschern. Oh nein!
schwierig. Sehr gut. Bisher überzeugte mich, okay? Wollt ihr gerade gekutschert schreiben? Ja, genau rauszufinden, was gebraucht wird. Ne? Ihr versteht, glaube ich, ungefähr, worauf ich hinaus will, aber muss halt das genaue Wort finden. Das ist gar nicht so leicht. Schwer, ne? Ist Wippen. Absolut korrekt. Muss ich weiter überlegen. Ich raff hier gar nichts. Das ist in Ordnung. Das ist okay. Sehr stark Anima. Es ist natürlich September, ne? Weil ihr wisst Bescheid. Gut, den Sellout-Moment haben wir auch hinter uns. Dann mach ich weiter. Jetzt wird's richtig schwer. Jetzt wird's brutal schwer, Chad. Ich sag's euch, ich glaube, dieses Spiel ist tatsächlich einfach besser. Je weniger Zuschauer man hat, desto besser ist dieses Spiel. Das nach der Nase und dem bisschen gezeichnet Deadlift Duft aufgelöst wird, ne? Ist absolut illegal. So illegal. So unglaublich illegal. Jetzt muss ich überlegen, was ich als nächstes nehme. Das war erst Runde 5, glaube ich, ne? Lang haben wir nicht mehr. Okay. Jetzt wird's richtig, richtig schwer. Und diesmal sage ich's und diesmal stimmt es auch, okay? Ihr seid nicht drauf gekommen. Mist. Hätte mich auch gewundert, ne? Ihr hättet. Die Betonung ist auf dem A. Scheiße, stimmt. Aber hat jemand von euch. Niemand von euch hat Christian mit 5 A's geschrieben. Deswegen hätte es so. Ja, wobei, Lost Nunu, ne? Ja, Betonung auf dem A, das stimmt. Aber wäre niemand drauf gekommen. Egal wie viele A's ich dann gemacht hätte. Dachte ich mir aber auch. Okay, ich denke mir noch eins aus. Wenn wir schnell sind, vielleicht noch ein zweites. Let me think. Ich hab was. Ich will nicht weitermachen. Ich will weitermachen, nicht drücken. Ich drück aufhören. Carla hat gewonnen. Junge. Das war sogar Rekordzeit.